Wir nehmen teil am Leid in unserer Kirchengemeinde. In der vergangenen Woche haben wir unter Gebet und Segen Abschied genommen von Else. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr des Lebens, Herr auch über den Tod. Wir müssen einen Menschen hergeben, den wir lieb hatten. Und wir bitten dich, geh du mit Else weiter, wo wir nicht weitergehen können. Nimm sie auf in dein himmlisches Reich und tröste die, die um sie trauern, mit einer Vision des Wiedersehens und der Wiedersehensfreude. Und wir beten mit den Worten, mit denen schon unzählige Menschen vor uns sich Trost und Mut zugesprochen haben, weil sie einen himmlischen Vater an ihrer Seite haben. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.